Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich checke kurz den Ton. Ja, Ton ist da. Ich wollte eigentlich im vorigen Video, also falls ihr euch fragt, was das für ein Look ist. Es kommt ein Video davor, das ist der Chanel Look. Das beinhaltet auch die neuen Produkte, die ich euch eben gerade in diesem Video präsentiert habe. Ich werde sie euch jetzt nicht nochmal swatchen. Da war auch ein Pinsel dazu gewesen und das seht ihr dann in dem Look, der Auftrag etc. Ich denke, das ist viel intuitiver, als wenn ich euch das jetzt hier nochmal swatchen würde. Es gibt eine mega fette Empfehlung von mir zu diesen Produkten. Dementsprechend auch dieser Look. Ich trage diese Sachen schon seit über einer Woche, habe sie dementsprechend ausreichend meiner Meinung nach getestet. Und ja, jetzt kommen wir aber zu dem Haul, den ich gemacht habe, den ich angesammelt habe, nachdem ich aus Ägypten wieder da gewesen bin. Und der Ägypten-Haul, der folgt auch noch. Den werde ich, denke ich, mir mal morgen abdrehen. Und dann ist noch ein Follow Me Around. Das haben wir am Montag gedreht, wo mal Follow Us, Oldenburg, ja, shoppen gewesen sind, essen gewesen sind. Und ja, dieser Haul praktisch so ein bisschen noch mit zustande gekommen sind. Ich habe was bestellt, ich habe was gekauft. Und ja, das wollte ich euch jetzt zeigen. Ist auch alles Mögliche dabei. Und querbeet praktisch. Fashion, Lifestyle, wie man das so nennt, Bücher, ja, eigentlich alles und halt dekorative Kosmetik und alles Mögliche. Und das habe ich nicht alles am Montag geshoppt, das habe ich da ist auch noch der Haul eigentlich dabei, den ich mit meiner Freundin abdrehen wollte, ist auch noch dabei und ja, jetzt starten wir. Das erste, was ich in der Hand habe, ist New Yorker und da muss ich eine Tüte rausholen, okay. das ist eher was für Jens. Zeige ich euch aber trotzdem der Vollständigkeit halber. Und zwar ein schönes blaues Hemd für ihn. Weil wir am Samstag zu einer Hochzeitsfeier eingeladen sind, war ich der Meinung, er braucht mal ein schönes Hemd. Und ja, das hat gekostet, ich weiß es gar nicht mehr, 14,95 €. Und ich finde, die Farbe steht ihm hervorragend. Also ist sehr, sehr lang, sehr, sehr schön geschnitten und sieht an ihm unfassbar gut aus mit einem schwarzen Jackett praktisch und einer schwarzen Hose und schönen Ausgehschuhen und einem schwarzen, wie sagt man dazu, Krawatte. Sieht das bestimmt richtig, richtig gut aus für die Hochzeitsfeier. Und weil ich noch was entdeckt habe, musste das auch mit. Und zwar dieses T-Shirt für ihn, was ich irgendwie total stylisch fand. Sieht so aus. Und das Coole daran ist, es hat hier oben so einen Kragen. Ne? Ist aber trotzdem Kurzarm und halt eben auch richtig schön lang und hat gekostet in so einem dunklen Blau mit der Amerika-Flagge drauf. Aber trotzdem sah es an ihm toll aus. Er kann auch eine Strickjacke drüber tragen, das sieht toll aus. 12,95 € und ja, finde ich total schick. Momentan finde ich auch eher für meinen Mann Kleidung bei New Yorker als für mich selber. Also ich habe momentan, dadurch, dass ich wahrscheinlich 5 Kisten oder 5 Säcke voll Kleider aussortiert habe, überlege ich mir zurzeit gerade dreimal, was in meinen Schrank noch reinkommt und was nicht. Dann mache ich gleich weiter mit meiner New Yorker Thalia-Tüte. Ich habe nur ein Kleidungsstück gefunden. Sowas habe ich in einem Video bei irgendeiner gesehen. Keine Angst, das ist keine Leggings. Da bin ich jetzt auch wieder ein bisschen von abgekommen. Und zwar von New Yorker auch ist dieses total schöne Teil im Ethno-Stil in XL für 12,95 €. Und leider, ich wollte eins haben in diesem Stil, was bis runter fast zu den Füßen geht und dann auch in so Ethno-Mustern. Ich hatte das in irgendeinem Video von einer YouTuberin gesehen und habe nach sowas Ähnlichem halt Ausschau gehalten. Aber das finde ich auch total schick, kann ich mir super vorstellen, mit einem schwarzen T-Shirt, mit einer engen Hose, mit richtig cool so ethno-mäßig Hippie-Style gestylt und ja, für den Sommer auf jeden Fall richtig klasse. Also ich finde es richtig, richtig schick. Ja, das war das einzigste Teil, was mir gefallen hat. Dann habe ich ein Buch gekauft. Und zurzeit kaufe ich ungefähr ziemlich viele Bücher, muss ich dazu sagen, weil ich einfach keine Kosmetik mehr finde. Und ich habe in letzter Zeit jetzt auch 7 Bücher gelesen und bin jetzt auch schon wieder beim 8. Also die Hälfte der Bücher, die ich euch zeige, habe ich schon ausgelesen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr interessiert daran seid, ob ich euch mal so eine Serie abdrehen soll.
ich mache euch ja immer ziemlich viele unterschiedlichste Formen von Videos. Also dürft euch das ja nicht stören, wenn da auch mal sowas dazwischen ist. Bücher, die ich ausgelesen habe und dazu eine kurze Review, ob ich das empfehlen kann. Falls ihr euch dafür interessiert, wäre ich sehr froh, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben könntet. Gekauft habe ich Gillian Flynn Gone Girl. Das perfekte Opfer habe ich schon viel von gehört. Gone Girl ist das spannendste und fieseste Beziehungsdrama. Sie werden ihren Partner nach der Lektüre mit anderen Augen sehen. Die hat auch schon andere Sachen geschrieben. Davon habe ich schon mal was gehört. Cry Baby und Dark Places. Und das habe ich jetzt mitgenommen, weil ich das irgendwie spannend fand. Und vom Inlet her. Und ja, bin sehr gespannt. Dann habe ich mir eigentlich was Großneues gekauft. Neues Handy. Ich hatte jetzt seit einem Jahr, über einem guten Jahr, hatte ich kein Handy mehr. Und jetzt habe ich gesagt, okay, komm, ich will eigentlich, der Grund war, warum ich kein Handy mehr hatte, mein Vertrag ist ausgelaufen und ich habe immer zu viel Geld für meinen Vertrag bezahlt. Also so im Monat im Schnitt 80 Euro. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt gehabt, gut, du holst dir wieder ein neues Telefon, aber du möchtest keinen festen Vertrag haben. Und zum Glück gibt es noch diese Art Prepaid-Funktion, wo man halt im Monat, also das habe ich mir jetzt, ich habe mir erstmal das Nokia Lumia gekauft. Das war für 79 Euro runtergesetzt und das Nokia Lumia, da habe ich sehr Gutes drüber gehört. Und ich habe mir das gekauft, das zeige ich euch jetzt, in Orange, was ich erstmal total stylisch finde, so eine Neonfarbe. Hat einfach nicht jeder, würde auch nicht jeder kaufen. Ich finde es aber trotzdem richtig, richtig schön. Es ist Android und Windows 8 drauf und ja. Und ich zeige euch das mal im Inlet kurz. So sieht das dann praktisch aus. Also praktisch funktioniert wie mein Tablet. Und was ich jetzt praktisch habe, ich hatte da 10 Euro Startguthaben drauf. Das reichte für die Registrierung, dass mein Telefon, und zu Hause benutze ich eh nur unser WLAN. Ich habe mir da praktisch so 10 Euro Startguthaben so für geholt. Und was da halt eben total cool ist, man hat da halt, kann sich für Pakete entscheiden online und sich registrieren lassen. Und ich habe mich jetzt für 9,99 Euro im Monat Smart M entschieden. Und was das Coole ist, man kann Dauerauftrag bei seiner Bank einrichten oder via Online-Banking, wie ich das eigentlich immer mache. Und ja, dann kann man praktisch mit diesem Dauerauftrag, ich lade im Monat immer so 20 Euro auf und dafür kriege ich, wenn ich für 9,99 Euro zum Beispiel aufladen würde, kriege ich im Monat die Surflet für 250 MB, 200 Einheiten und SMS und Telefonieren halt eben frei und O2 Community Flat und sowas und ich kriege für diesen Preis richtig viel. Und man kann halt so viel aufladen, wie man möchte und kann sich hier aus verschiedenen Paketen halt entscheiden. Und da ich unterwegs ja sowieso nicht so oft im Internet bin, sondern dann eher über WhatsApp schreibe, das ist das Einzige, was ich eher machen würde und vielleicht mal eine App spielen oder so. Deswegen dachte ich, reicht dann 20 Euro. Und ja, und das kann man halt dann ganz locker machen per Dauerauftrag im Monat. Man hat keine Vertragsbindung, man bezahlt im Voraus. Das geht jeden Monat ab und ja, man kriegt eine SMS dann über Eingang des Geldes und dann ist das halt aufgeladen. Und wie früher das mit diesen Karten halt. Und das finde ich klasse, man hat eine volle Kostenkontrolle und für mich keine Vertragslauflaufzeit. Das finde ich halt eben richtig, richtig gut. Und da ich zu Hause, wie gesagt, nur unser WLAN nutze, reicht mir das völlig. Also ich brauche keinen teuren Vertrag, wo ich monatlich Geld bezahle. Ja, dann habe ich mir noch ein Buch gekauft. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Moment. Entschuldigt, seitdem ich seit über Jahren ein Telefon wieder habe, bin ich voll fasziniert davon, dass ich jetzt wieder so ein schönes Telefon habe. Und ich finde es auch schöner als mein, ich habe das ja noch hier als mein letztes Telefon. Ja, und von Sony. Also das finde ich wirklich hübsch. Das habe ich schon ja lange mit geliebäugelt. Und dann habe ich mir noch ein Buch gekauft. Das habe ich mit meiner Freundin gekauft. Das hat sie mir empfohlen. Die Saat, Guillermo de Toro Cuchogan, irgendwie die Saat, also soll ein Dreiteiler sein, das Ende der Welt beginnt, irgendwas mit Vampiren. Habe ich jetzt angefangen zu lesen, bin ich erst bei 60 Seiten, ist sehr, sehr gut geschrieben bisher. Bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Sie hat gesagt, das wird noch regelrecht richtig gruselig. Und ich bin mal gespannt, wie gesagt, wie sich das entwickelt und ja, ich werde berichten, falls ihr euch, wie gesagt, für dieses Video mit, was habe ich in einem Monat oder in zwei Monaten ausgelesen. Also ich habe jetzt in zwei Monaten 7 Bücher ausgelesen, das würde sich schon lohnen. Ja, was habe ich noch gekauft? Wenn wir gleich bei Büchern sind, dann brauche ich dieses Thema gleich auf. Ich habe mir wieder 3 Weltverbesserer-Bücher gekauft und zwar hatte ich dieses Oberteil, es nervt.
Ja, hatte ich mir gekauft von Charlotte Links, 6 Jahre. Sie ist gerade 41 geworden. Noch ein Jahr, sagen die Ärzte, am Ende werden es 6 Jahre Leben sein, die wir erringen. Der Abschied von meiner Schwester. Ja, über Krebserkrankungen, die Geschichte von 6 Jahren, wie sich das entwickelt hat und so weiter und so fort von Krebspatienten. Und es hat mich sehr interessiert aufgrund der Tatsache, dass mein Vater halt eben auch an Krebs gestorben ist letztes Jahr. Und ja, war ein sehr gutes Buch, hatte ich in 2 Tagen ausgelesen. Zum Beispiel auch so eine Sache. Ich mache hier gerade schon Mini-Fazit, aber ich habe es halt geholt. Dann habe ich mir von Laurie Nelson Spielmann, das habe ich gestern erst ausgelesen, Morgen kommt ein neuer Himmel gekauft. Und das ist auch ein sehr, sehr schöner Roman. Ne? Und ich sage dazu mehr wahrscheinlich dann in dem Video, habe ich gestern ausgelesen. Sehr, sehr witzig. Und dann habe ich mir noch gekauft, ups, dann habe ich mir noch gekauft Anna McPartlin. Portland heißt das. Das ist jetzt erst neu rausgekommen, Roman Die letzten Tage von Rabbit Hayes. Erst wenn das Schlimmste eintritt, weißt du, wer dich liebt. Die Geschichte von Rabbit Hayes, ungeheuer traurig, ungeheuer tröstlich. Da geht es um Hospiz und sowas. Und ja, echt witzig beschrieben in einer irischen Gemeinde oder in einem irischen kleinen Städtchen. Habe ich auch ausgelesen, ist auch super klasse. Wie gesagt, es kommt dazu was, falls ihr euch dafür interessiert. Da kommen dann noch andere Bücher, die ich gelesen habe. Das habe ich, wie gesagt, in letzter Zeit jetzt auch geholt. Kommt dazu dann was in diesem betreffenden Video. Da war ich mit meiner Freundin auch im DM gewesen. Das wird euch natürlich ein bisschen mehr interessieren, glaube ich. Habe ich mir erstmal wieder gekauft von Balea Rasiergel Caribbean Dreams mit Kokosduft für empfindliche Haut. Ich hatte kein Rasiergel mehr und das war letztes Jahr schon. Ich habe es schon einmal benutzt, muss oben in die Dusche. Finde ich gut, ist ausreichend und ja, ich komme damit immer recht lange hin. Dann habe ich mir geholt, das habe ich glaube ich auch bei der lieben Moldawit im Video gesehen. One Ginger Morning, aufgewacht Prinzessin, raus aus den Federn. Ich strecke mich, gähne ins Kissen und hasche nach dem Traum, voll Neugier auf den neuen Tag. Körperspray. Und ich liebte ja so diesen, ich weiß nicht, wie dieser Duft hieß. Ich glaube, der so roch wie Mojito. Und da jetzt dieses Körperspray dazu, wenn das ein bisschen anhält, das war natürlich nicht ganz so teuer, oder? Ich kann mal nachgucken. Ich habe den Kassenbon irgendwo drin. Naja, jedenfalls war es nicht ganz so teuer gewesen. Und das riecht wie Mojito. Unfassbar gut. Ja, und deswegen habe ich mir das gekauft, weil ich gedacht habe, das für den Sommer und für den Urlaub geil, weil wir wollen im Sommer nochmal nach Rom fahren. Dann habe ich mir auch neue Rasierklingen geholt. Balea, 3 Klingen, Einwegrasierer, Gleitstreifen mit Aloe Vera und Vitamin E. Muss auch immer mit dabei sein. 3-Klingen-Technologie, mit denen komme ich halt echt gut und lange aus. Dann habe ich mir noch, man kommt aus Ägypten wieder und dann gibt es in der Drogerie Masken, die dieses Thema behandeln. Ich hatte erst vor Ägypten die Kleopatra-Maske gekauft, hatte die leider noch nicht probiert. Und dann komme ich aus Ägypten wieder und es gibt die Tutanchamun-Maske. Und ich war in dem Grab, eigentlich sollte ich wissen, wie es heißt. Beauty Deluxe, Antifalten, Straffung, Feuchtigkeit, okay, Antifalten, das habe ich jetzt noch nicht, aber Straffung und Feuchtigkeit hört sich gut an. Mit Lotusblüte, Reiskeimöl, Weizenkeimöl für alle Hauttypen. Und ich mag die, ist eine limitierte Edition, also wenn ihr die noch haben wollt, schnell sein. Reduziert die Faltentiefe, strafft und glättet, erhöht die Hautfeuchtigkeit, verwöhnt und pflegt nachhaltig. Und ja, ich bin von Schemes-Masken ja mehr als begeistert. Das ist meine Lieblingsmaskenmarke. Ich liebe die Konsistenz, ich liebe es, wie sich auf der Haut anfühlt und dass man da so schön entspannen kann. Und ja, mit der Cleopatra-Maske, das werden mal tolle Anwendungen werden. ja, mal kurz gucken, bei wie vielen Minuten ich eigentlich bin. Okay. Dann habe ich noch dekoratives Zeug gekauft. Habe ich mal 2 Nagellacke von P2 gekauft, weil ich die so schick fand. Und zwar aus der Volume Gloss-Reihe. Die Farbe 095 Made of Honor. Das ist so ein richtig schönes, ich kann es gar nicht beschreiben, so ein Flieder mit richtig fett lila gemixt, aber nicht richtig Flieder, nicht so pastellig, sondern schon dunkler. Und so eine Farbe habe ich schon so von Essie, aber der ist noch ein bisschen hellblauer. Es ist nicht so gedeckt lila fast. Und der ist fast gedeckt lila und das gefällt mir ganz gut. Und dann habe ich mir noch mitgenommen 098 Working Girl und den fand ich ja extrem geil. Einfach so ein schlicht und ergreifend schönes Blau, aber was auch schon wieder so ein bisschen mit Lila gemixt ist. Und ich finde auch, das ist eine schöne Farbkombination irgendwie.
Ja, also die beiden mussten irgendwie mit, weil ich die auf Anhieb irgendwie schick fand. Ja, und außerdem habe ich aus der Reihe noch keinen und ich muss testen, wie die sind. Also bin gespannt. Dann habe ich noch zwei Sachen gekauft. Und zwar bei dem jemand... Deutsch. Weil den mir meine Freundin empfohlen hat. Und zwar der Manhattan Wake-Up Concealer in 001 Natural. Und ja, sie hat gesagt, der wäre wohl sehr, sehr gut. Hat auch so einen schönen Applikator. Und sie hatte den wohl, hat den aufgebraucht. Und sie hatte keine Augenringe. Und sie hat ja extrem Schlafprobleme. Und eigentlich riesige Probleme mit Augenringen. Und da habe ich gedacht, wenn das bei ihr was bringt. Und ich habe von dem Wake-Up Manhattan Concealer eigentlich schon viel Gutes gehört. Ja, ich habe zwar nicht so viel Augenringe, aber so einen aufhellenden Effekt unter den Augen. Gerade wenn man so morgens aufsteht und eigentlich noch total tot ist, weil ich kein Morgenmensch bin. Habe ich gedacht, kann nicht schlecht sein. Und dann habe ich mir noch was aus einer LE mitgenommen. Von Essence, die da gerade war. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ich glaube, die New in Town, oder? Weiß es nicht. Weiß nicht, ob der ins Standardsortiment kommt. Also in der letzten Essence LE und ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Der 02 Glastonbury. Das ist so ein matter Braunton. Wie ich finde, echt, echt hübsch. Ich kann ihn euch swatchen. Fand ich total hübsch. Und der wird ja dann halt so matt. Und ich habe noch so keinen viele in so einer neutralen Farbe, so matte Töne, die ich einfach jeden Tag zack und rauf, weil ich finde, matt sieht manchmal halt geruchlich, riechen die nach nicht viel. Und ich habe noch keinen mit der neuen Formulierung, wie gesagt, und bin gespannt, wie die so sind, weil viele schwärmen ja davon. Wenn ich gleich mal dabei bin, kann ich euch ja mal den Manhattan Wake Up Concealer daneben swatchen und zeigen, ob der schön hell ist. Oh doch, er macht einen guten Eindruck. Ja, jetzt werden wir das Ganze mal verblenden und gucken, wie er sich... Oh doch, das sieht... Das sieht gut aus. Man, wie man sieht, sieht man nichts. Ja, das habe ich auch gekauft. Weiter geht's, weiter geht's. Dann waren wir bei Rituals und ich und mein Freund, unsere Duschschäume, wir haben ja auch Duschschäume von Rituals mit in Urlaub genommen, sind so begeistert davon, ist jetzt schon fast wieder alles alle. Ich habe jetzt nur noch oben ein Duschöl und einen Duschschaum, das war so eine limitierte E, die werde ich jetzt nicht mehr kriegen, Sunrise hieß die, glaube ich. Da gibt es jetzt noch die Kerzen von und ja, jedenfalls waren wir da bei Rituals gewesen, wir haben auch eine Probe bekommen, zwar die Magic Touch Cherry Blossom and Rice Milk. Ultra Rich Whip Bobby Cream. Ich werde das aber eher für die Hände benutzen. Und schön, dass wir so eine Probe mit dabei bekommen haben. Und da haben wir zwei Sachen gekauft. Und meinem Freund habe ich auch eine Sache gekauft. Und zwar, ja, 16,50 habe ich bezahlt. Oh, ich habe noch eine Probe mitbekommen. Nochmal die Magic Touch Cherry Blossom and Rice Milk. Also ich habe die zweimal bekommen. Und da sind immer 10 Milliliter drin. Das sind also 20 Milliliter Body Cream. Das finde ich richtig nett, weil Rituals ist ja auch nicht gerade günstig. Meinem Freund habe ich gekauft die Samurai Shower. Und zwar Foaming Shower Gel, Sensation Gel Dusch, Organic Bamboo und Cedarwood. Und das fand er irgendwie total schön frisch und für den Sommer toll und so. Er hat jetzt zwar noch das Gras von Lush, da duscht und wäscht sich auch die Haare damit, aber das hat er zur Hälfte fast schon wieder aufgebrochen. Das kann er sich super vorstellen. Das riecht so richtig männlich herb, aber nicht richtig herb. Also nicht so, dass man denkt, oh, ist ein Männerduschgel, sondern nur so leicht herb. Das könnte auch noch eine Frau verwenden. Ich finde das wirklich angenehm. Und dann schon so wirklich frisch für den Sommer. Sehr, 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 sehr schön. Also ich bin gespannt. Und ich habe mir auch was gekauft. Das fand er auch lecker. Das wollte er auch, dass ich das kaufe. Und das kann er auch mitbenutzen, weil er den Duft auch klasse fand. Und zwar Sakura Spring. Organic Rice Milk in Cherry Blossom Foaming Shower Öl. Und ich mag diese Showeröle ja sehr, sehr gerne. Ich habe ja dieses Lieblings-Showeröl von Rituals aus dieser Happy Buddha-Reihe. Da riecht aber irgendwie das Happy Duschgel. Also da gibt es auch so dieses Duschgel Dujon davon, also diese Schaum davon. Ich finde, das riecht wie Orangen-Spüli oder halt eben Orangen-Klostein oder so. Deswegen hatte ich das damals Mausi gegeben, weil der Duft mir nicht zugesagt hat. Leider riecht die Handcreme
Genauso. Komischerweise riecht das Peeling und da gibt es noch so ein Öl davon, also so ein Duschöl, überhaupt nicht so. Es riecht einfach ein bisschen herber, ein Ticken herber. Und da finde ich das wieder mega geil. Das ist der Duft überhaupt. Und wenn es das als Parfüm geben würde, ich wäre die Erste, die es kaufen würde. Aber leider riecht halt eben diese anderen beiden Sachen aus der Reihe nicht so. Und da habe ich mir jetzt aber mal ein Duschöl gekauft, was ich noch nicht hatte. Und das riecht wirklich, oh, das riecht wie eine Kirschblüte oder wie irgendwas Süßliches, Fruchtiges. Mit aber total frisch gemixt. Sehr, sehr schön. Und kann ich mir jetzt super, ultra schön vorstellen für den Frühling. Aber ich habe so das Gefühl, das wird auch wieder sowas sein. Ich bin einfach, wenn ich mir Duschgele, mittlerweile ist ja auch so, wenn ich mir Sachen Duschgele nachkaufe, das ist noch gleich was anderes. Wenn ich mir Duschgele nachkaufe, dann kaufe ich mir mittlerweile auch keine günstigen Duschgele mehr sehr gerne nach, weil, außer die Dove-Duschgele, da bin ich halt wirklich von überzeugt, weil ich finde, dass viele günstige Duschgele aus dem Lidl und von Balea und so erstens mal nicht so schön pflegend sind, nicht so toll sind für die Haut, man merkt das irgendwie wirklich, weil meine Haut, seitdem ich aus Ägypten wiedergekommen bin, irgendwie so an den Füßen und an den Händen irgendwie trockener geworden ist, so richtig auch an Teilen, Stellen, wo sich die Haut so ablöst, ne? Und ich habe das Gefühl, dass ich mit diesen günstigen Duschgelen echt nicht weit komme. Und seitdem stehe ich so auf teurere Duschgele und Rituals, L'Occitane und ja, einfach ein bisschen was Hochwertigeres. Gerade so Rituals von den Duschsachen bin ich ein riesengroßer Fan. Und jetzt spinnt mein Handy schon wieder, Entschuldigung. Und ja, na, also das Handy hat eine Strahlung teilweise, manchmal, das ist nicht normal. Was wollte ich gerade sagen? Und ja, ich weiß nicht, ich gebe einfach lieber mehr Geld für mein Duschgel aus und ich färbe davon auch irgendwie mehr. Auch für mein Duschzeug, ne? Oder für mein Badezeug gebe ich irgendwie lieber mehr Geld aus, als das ganz günstige zu kaufen, weil das irgendwie für mich alles wie Billigwaschmittel riecht, leider. Und ja, deswegen muss es jetzt immer teures Duschgel und nicht günstiges sein. Oder etwas teureres, sagen wir mal so im Schnitt von 4, 5, 6 Euro aufwärts halt. Ne? Also Dove-Duschgele liebe ich in der Drogerie auch oder Fahrduschgele. Aber so diese Balea und Little Eigenmarken und Cien und Dusch das, da bin ich einfach nicht mehr so der Fan davon. Ich weiß nicht, es tut meine Haut einfach nicht so gut, habe ich das Gefühl. Ja, dann habe ich jedenfalls, wo ich dann gemerkt habe im C&A, ich habe immer noch keine Hose gefunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss auf jeden Fall entweder ein bisschen abnehmen oder momentan haben die einfach auch keine schönen Schnitte. Also momentan finde ich nichts, was mir da so gefällt. Ne? Und dann habe ich aber bei Müller mal so geguckt und ich habe mir ja schon ganz lange die DVD, die Schöne und das Biest, gewünscht. Und da war ein kompletter Aufsteller mit dieser DVD. Und ich habe gekreischt. Ihr werdet das im Follow Me Around sehen, wo Jens hat mich dabei gefilmt, wo ich diese DVD gefunden habe. Und da habe ich gleich auch die Blu-ray mitgenommen, weil da noch eine Bonus-Disc dann drauf ist und so. Und ich wollte die schon ganz, ganz lange haben. Und ich hatte schon in der Hand Schneewittchen, Herkules. Was hatte ich noch in der Hand? Schneewittchen, Herkules und Cinderella, glaube ich. Und ich hatte das schon in der Hand gehabt. Habe es dann aber weggelegt, habe gesagt, nein, du nimmst dir erstmal nur eine mit. Die holst du dir das nächste Mal dann. Die werde ich mir dann auch das nächste Mal mitnehmen. Bei Disney setzt mein Gehirn aus. Da ist dann nicht mehr viel vorhanden. Ich liebe die Schöne und das Süß. Oh mein Gott. Und ja, musste sein. Und endlich habe ich es gefunden. Da war ein kompletter Aufsteller, alleine nur mit die Schöne und das Biest. Also da war ich echt glücklich. Naja, ich glaube Cinderella und Schneewittchen und Herkules und so, das muss ich mir auch nochmal holen. Ich Disney-Opfer. So, was habe ich mir noch gekauft, ihr Lieben? Ja, dann sind es noch zwei Douglas-Tüten. Ja, schauen wir mal. Also im Grunde genommen geht es hier fast ja eigentlich nur noch um Proben. Dadurch, dass ich in so hohem Wert bei Chanel natürlich eingekauft habe, hat man auch richtig satt Proben bekommen, ne? Aber richtig, Leute. Nee, vorher war ich noch bei Claire's drin. Da gibt es ja immer so diesen Trend. Da gibt es ja immer so diese Sache, kaufe drei, bezahle eins nicht oder so. Ne? Eins braucht man da nicht bezahlen, das günstigste muss man da nicht bezahlen. Und da hatte meine Freundin, das eine habe ich jetzt schon mehrfach getragen, das ist nicht mehr in seiner Verpackung drin. Habe ich mir dieses Teil hier gekauft. Das macht man sich praktisch dann so ins Ohr rein und macht man das so rein und auf der anderen Seite halt eben,
ja, so schwarze Rosen mit so einem Teil. Und das hatte meine Freundin in den Ohren. Ich fand das total schön. Und sie hat gesagt, das ist alles komplett nickelfrei immer bei Claire's. Hat natürlich jetzt auch nicht so die Qualität. Ich habe sowas natürlich schon, aber das finde ich irgendwie süß. Und das trage ich auch immer jetzt irgendwie öfters. Ne? Heute habe ich nichts drin, weil ich jetzt hier schon Ketten und alles rum habe. Und dann habe ich mir von Claire's noch was gekauft. Und zwar, das hatte meine Freundin auch. Erstmal voll cool für Halloween. Und das mit diesen Skelettern fand ich auch irgendwie toll, das ist auch so irgendwie an Ohr dran. Und das ist auch irgendwie richtig, richtig hübsch. Oder? Ich fand das toll. Ja, das war die junge Baumohrringe EC Stonehand und Black Rose. Müsst ihr einfach mal gucken, es war auch nicht teuer gewesen. Haben auch total freaky Handyhüllen da. Vielleicht hole ich mir für mein Handy dann mal so eine coole Handyhülle. Aber es ist nicht jede Handyhülle ist ja für jedes Handy. Ja, dann gab's Proben. Und das waren noch mehr Proben. Da habe ich mit meiner Freundin dann zusammen praktisch auch geteilt, ne? Und da habe ich zum Beispiel bekommen von Aqua Divina Bulvari dreimal Aqua Divina die Lotion und das Parfüm. Und das ist überall drin. Das hatte ich sechsmal gehabt. Also für Laura auch nochmal. Dann hatte ich nochmal eine Probe bekommen von Angel Terry Mugler. Da hat sie gesagt, das wird ihnen vielleicht nicht gefallen. Lustig, das habe ich nämlich leider auch als, als großes Parfüm. Dann habe ich eine Parfümprobe bekommen, das fand ich total lieb, von J'adore Eau de Parfum von Dior. Also die hat wirklich rausgehauen, die Dublette. Das habe ich sogar auch zweimal. Und dann habe ich, wie gesagt, da noch drinne gehabt. Ich muss mal kurz gerade gucken. Vier von diesen Online-Shopping-Karten mit Gutschein. 5 Euro, das sind 5, 10, 15, 20, 25 Euro. Also dadurch, dass ich jetzt eine Douglas-Karte habe, lohnt sich das auch dann für mich. Und da muss man auch immer diese Geburtstagsgutscheine sammeln. Und dann habe ich noch eine total schicke Probe bekommen von der La Nuit Trésor Lancôme. Eine Bodylotion und zwar 50 Milliliter. Und Leute, ich stehe auf diesen Duft. Der ist total schwer und Oma-lastig. Ach, ich stehe da irgendwie drauf. Oh, ist das geil. Trésor, ich glaube, das ist auch so ein Duft. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Das könnte was für mich sein. Ich finde das so schön, ne? Das ist so... Oh. Ich mache das hier hinten immer an den Hals dran, weil das hält auch so verdammt lange. Blöd ist nur gerade, dass ich verdammt Kopfschmerzen habe, weil ich habe leider ein Magen-Darm-Bakterien aus Ägypten mir eingefangen und bin deswegen krankgeschrieben. Dass ich zurzeit Antibiotika nehme, kriege ich extrem zurzeit gerade so migräneartige Kopfschmerzen. Ja... Ja, ich hatte auch einen Kassenbon von so 150 Euro und habe auch 10 Euro Kartrabatt gespart. Also habe ich dann 147 nur noch bezahlt und habe diese ganzen Proben. Also das war richtig klasse. Und da war ich davor schon mal mit meinem Freund bei Douglas einkaufen und hatte auch ungefähr so einen Kassenbon von 100 Euro oder so. Da hat sie mir dann nochmal das Douglas-Magazin hier eingepackt. Ne? Das kriege ich auch jeden Monat jetzt nach Hause. Finde ich auch toll. Und ja, da hat sie mir auch wieder dieses Aqua di Parma, also das habe ich jetzt sehr oft. Und dann hat sie mir richtig coole, also da hatte ich auch nochmal 10 Euro Kartrabatt bekommen und habe dann statt, ich habe 98 Euro hätte ich bezahlen müssen und habe dann nur 89 Euro bezahlt. Da hat sie dann praktisch, dadurch, dass ich mich da mit dieser Karte gerade angemeldet habe, habe ich dann praktisch auch nochmal gespart und habe coole Männerproben reinbekommen. Also zum Beispiel Boss, Hugo Boss, 50 ml Schauerduschgel. Richtig, richtig toll riecht das. Oh, ich glaube, das könnte mein Freund auch gut verwenden. So herbe, so leicht herbe Düfte. Ich liebe das ja so an Männer, wenn sie gut riechen. Oh. Könnt ihr auch so manchmal den ganzen Tag an meinem Freund schnuppern. Schlimm. Dann habe ich More Than SPF, SPF 30 Artemis bekommen. Dann habe ich hier so ein richtig cooles. Ich weiß gar nicht, wie viel da drin ist. 5 ml Sonnenschutz mitbekommen, teureren Sonnenschutz zum Testen, was ich sehr gut finde, wenn wir im Sommer nochmal verreisen. Was war noch mit dabei? Dann für meinen Freund Invictus Eau de Toilette von Paco Rabanne. Ja, dann hat sie nochmal so eine ganz süße kleine Mercedes-Probe.
Intense Eau de Toilette Natural Spray mit 1,5 Milliliter da reingetan zum Testen. Riecht übrigens auch sensationell. Das wäre vielleicht... Oh, nein! Das hier und hier nicht kaputt. Wäre vielleicht auch mal was in groß. Aber momentan hat er ja dieses Dolce und Gabbana, nee, nicht Dolce und Gabbana, auch Paco und Rabanne, ich weiß es gar nicht. Roberto Cavalli, dieses Blaue. Mm. Das ist wunderbar mit seiner Körperchemie, ich weiß auch nicht. Und ja, da habe ich dann auch schon wieder montags frei. Nee, da habe ich sogar ihre persönliche Karte bekommen, die heißt Nina. Und bei ihr kann ich immer persönlich hingehen. Sie macht mir kostenlos die Augenbrauen und so und hat immer schöne Tipps für mich. Und ja, das ist meine persönliche neue Douglette praktisch. Und dann habe ich noch drei Sachen gekauft. Ist ja nicht so, dass ich hier nur Sachen umsonst bekommen habe. Und zwar was ganz Lustiges aus der Douglas Eigenmarke. Habe ich auch schon getestet. Und zwar Aquarillo Lips The Create of Color. Und zwar, das ist ganz lustig, das ist kein Blush. Das ist, spielen Sie mit verschiedenen Tönen, kreieren Sie Ihre eigene Farbe mit oder ohne Wasser. Verwenden Sie die Farben für Ihre Lippen oder Ihre Augen, je nach gewünschten Look. Achtung, nicht auf trockene, befindliche Lippen auftragen. Ne? Und das ist super pigmentiert, super pigmentiert. Ich zeige euch das. Ja? Ich fand es erstmal total schön. Wir haben da momentan vieles aus dieser Reihe. Und also zumindest bei uns. Und ich finde das, ich werde euch jetzt erstmal so die einzelnen Farben zeigen. Man geht da rein. Und man hat so eine Farbabgabe, ne? Leute, ich war erstmal so, kann man auch super als, aber man kann es halt super auch so ineinander, ne? Dann hat man das so, dann hat man so einen schönen Ton so raus. Und das habe ich auch schon für die Wangen benutzt. Man kann das aber auch super als Lidschatten auftragen und nass praktisch als Lippenstift. Und das finde ich ja total revolutionär und ich bin begeistert. Ja, und dann bin ich völlig ausgetickt. Wir kommen mal gleich zu dem Verrückten. Dann bin ich völlig ausgetickt. Ich habe 50 Shades of Grey via OPI-Kollektion entdeckt. Ich hatte das schon mal vor ein paar Wochen entdeckt, aber dann hatte ich plötzlich ja unverhofft Geld noch übrig und habe mir gedacht, sie wollte mir dann auch erst noch die kleine, da gab es so eine, gibt es ja von OPI immer diese kleine Kollektion und so für 17,95 glaube ich immer und da sind dann alle drin, so eine Mini-Tour. Hatte sie aber leider nicht mehr da, war nicht schlimm, ich hatte sowieso vor, mir die großen zu kaufen. Und da habe ich gekauft, wie heißt der? Shine For Me. Der ist, oh, ich finde den ultra schön, es ist so richtig auch wieder Glitzer, ne? Aber er hat mich einfach angelacht und angesprochen. Und 50 Shades of Grey ist ja für mich der total, ne? Ich habe die Bücher durchgelesen. Mache ich euch auch noch eine Review dazu. Oder halt eben zu meinem, was ich ausgelesen habe. Den Film liebe ich total. Und alles, was momentan mit 50 Shades of Grey zu tun hat, ich kann den zweiten Teil gar nicht erwarten. Und dann habe ich natürlich noch den anderen Film. Der heißt, wie gesagt, Shine For Me, falls ihr den noch haben wollt. Und der andere heißt Dark Side of the Mood. Und das ist einfach so ein, das sieht jetzt schwarz aus, aber das habe ich auch nicht auf den Nägeln. Das ist einer von OPI aus meinem Geburtstagsset, den ich von meiner Mutter bekommen habe. Das ist so ein ganz dunkles, gedecktes Grau. Fast wie so eine Art Gewitterwolke. Mit helleren Grautönen und dunkleren Grautönen. Das kann man jetzt so in dem Licht gar nicht erkennen. Was ich mir halt vorstelle, die Nägel voll mit dieser Farbe und ein Nagel davon damit. Und da konnte ich nicht widerstehen. Ist natürlich nichts überspektakuläres, ne? 50 Shades of Grey, aber allein, dass das da drauf gestanden hat und dieses Bild, ne, von den beiden, Anna und Christian, konnte ich nicht widerstehen. Ja, jetzt kommen wir noch zu dem, was ich bestellt habe. Ich habe bei Shades of Pink bestellt. Und ja, da kommen wir jetzt dazu, was ich da gekauft habe. Da sind auch noch ein paar Sachen geworden. Ja, erstmal total liebevoll verpackt. Und mit so einer kleinen Rittersport, total süß. Und noch eine Steam Cream von, weiß gar nicht, als Probe, Steam Cream Coca G. Steam Cream einfach. Super Moisturizing Skin Smoothing and Instantly Reviving. Apply Morning and Night to Clean Skin. Das
Ist das jetzt eine Creme zum Reinigen oder zum einfach Auftragen? Muss ich mal googeln, wie gesagt. Und dann habe ich da auch noch einen Nagellack als Goodie reinbekommen. Den habe ich nicht bestellt. Das ist von Mimimi, Nail Collection Long Lasting in der Farbe 97, wie heißt du? Sensuous oder so ähnlich. Ja, so ein schöner Nude Beige Ton einfach, den man immer gebrauchen kann. Fand ich klasse. Und dann kommen wir zu den Sachen, die ich bestellt habe. Ich habe mir endlich bestellt die New Tube Palette von The Balm, weil ich von der auch schon ganz viel gehört habe. Und sie schon super oft eigentlich gesehen habe und ich musste sie mir jetzt auch endlich holen. Kommt mit einem wunderschönen Spiegel. Ich halte es mal zu. Ist ein Pinselchen mit drin. Dann zeige ich euch das jetzt am besten. So mit abgeschrägt, den man eigentlich auch gut verwenden kann. Und so hier auch leicht abgeschrägt, den man bestimmt auch mega gut verwenden kann. Ich halte euch das mal zu und zeige euch die Farben. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Ja, und jetzt werde ich euch mal ein bisschen was swatchen. Der Weißton, oh, bigmentiert. Und auch so dieser Silky-Ton. Okay, ich zeige euch mal kurz hier so ein bisschen. Also super gut pigmentiert. Einfach. Manche sind ein bisschen bröselig, aber nicht extrem, aber durchgängig. Ich hatte ja noch keine The Balm Palette. Sehr, sehr schön pigmentiert. Ja, jetzt bräuchte ich eigentlich mal wieder ein Tuch, damit ich die Händchen sauber machen kann. Und wir sind auch schon fast wieder bei zu vielen Minuten. Aber ich habe ja von vielen von euch gehört, dass ihr lange Videos zu schätzen wisst. Und von daher bin ich natürlich äußerst froh, dass ich das hier so einfach machen kann. So, also ich finde im Großen und Ganzen ist es wirklich, wirklich, wirklich. Ich zeige euch das jetzt so. Ich muss gucken jetzt. Sorry, dass ich jetzt gerade nicht in die Kamera gucke, aber ich möchte, dass ihr die Farben vernünftig sehen könnt. Finde ich, das ist eine sehr, sehr schöne Palette. Auch von der Aufmachung her alleine und so. Und ja, Qualität scheint sehr gut zu sein. Vielleicht mache ich mal einen kompletten Look damit, dann seht ihr das vielleicht besser. Und ja. Und dann habe ich mir natürlich noch einen Blush von The Balm gekauft, The Cabana Boy. Und den schwänzle ich auch schon länger drumherum. Und das ist auch so eine, da muss ich aufpassen, der ist ein bisschen lose leider. Und das ist auch so eine richtig, richtig schöne, himbeerige, bräunliche, lilan angehauchte Farbe. Und sieht einfach nur grandios aus. Mal sehen, wo ich den hinzaubere. Den seht ihr hier. Wow, ich liebe ihn. Ich liebe ihn jetzt schon. Eins kam mit einem leichten Produktfehler leider an, weil es ein Fännchen ein bisschen hin und her geruckt ist und so. Aber ansonsten wunderschön. Wunderschöne Verpackung. Da gibt sich ja dem Malm immer sehr viel Mühe. Dann habe ich noch einen Nagellack gekauft von Shiner Glaze. Das ist, glaube ich, erst mein zweiter Shiner Glaze Lack. Aus einer LE, und zwar Shoo 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 1321. Aus der letzten LE jetzt. Und das, ich kann euch das auch gar nicht so zeigen. Das ist ein Lila, das changiert, aber grünlich, bläulich und noch silbern. Ganz, ganz spannender Ton eigentlich. Ich weiß nicht, ob ihr das seht mit dem Jongieren. Ja, ich glaube, das Licht ist auch nicht mehr. Jetzt seht ihr das mit dem Jongieren. Und das ist, der Grundton ist aber lila, aber ist jongiert. So, das finde ich auch total spannend. Ich stehe zurzeit, obwohl Frühling wird, wieder auf dunklere Nägel. Wahrscheinlich, weil das Licht einfach noch nicht so ultimativ ist. Und dann habe ich mir noch ein The Balm Blush geholt. In zwar der Farbe Instain. Oder heißt es Instain? Nee, in... Das ist die Farbe Pinstripe. Und der kommt auch hier so, ne? Und dann macht ihr den auf. Und oh, diese Farbe. Das ist auch wieder, das ist dunkler als... Das ist eher so eine Farbe, das würde ich mir vorstellen, so für den Herbst und für den Winter. Und der andere ist eher so fürs Frühjahr, für den Sommer, so eher Pfirsichton. Und das hier ist eher so eine Art
braun-lila Ton, aber sehr, sehr gut pigmentiert. Ich halte den mal genau neben dem anderen. Das ist der. Und das war der Pfirsichton. Ich glaube, man kann das nicht erkennen. Da ist auch in beiden Tönen so eine Art Goldschienen drin, aber ganz satiniert, ganz leicht nur. Kein Glitzer, kein grober, nix. Nur so eine leichte Schienen. Ne? Und das ist eher so für den Winter und das ist eher so für den Sommer. Jetzt sehen die Töne sich fast schon ähnlich, aber ich glaube, wenn man hier so ein bisschen hinterguckt, sieht man, dass der dunkler ist und dass der heller ist einfach. Ja, aber eine ganz, ganz wunderschöne Farbe. Oh, ja, neue Produkte, I love it. Ich habe auch schon wieder die nächste Bestellung auf Halde praktisch. Ich werde in nächster Zeit bei mir wieder viele neue Produkte sehen. Dann habe ich mir noch zwei Blushes von Sleek geholt. Und zwar den Flushed. Der musste es dann auch noch sein. Der ist auch wow. Es ist so ein Ton wie der Silky Rose, den ich jetzt schon habe irgendwie. So ähnlich. Aber trotzdem, hier oben ist der noch ein Ticken anders. Aber es kommt dem schon nah, aber er ist noch ein Ticken dunkler. Ja, weiß nicht. Ich bin irgendwie zurzeit so Blush besessen. Ich muss immer 10.000 Blushes mit dabei haben. Blush ist auch so eine Sache, neben Lidschatten. Oh. Dann habe ich mir noch einen gekauft. Der war ja damals so gehypt. Das ist der Mirrored Pink 845. Der kam ja aus dieser Aqua LE. Das ist der Aqua Collection, ja. Und das war ja das Pendant zu dem Rose Gold, nur für kalte Typen. Mirrored Pink. Da, 846. Und das war praktisch das Pendant zum Rose Gold, aber nur für kühle Typen mit einem Silberschienen. Ja. Und der ist auch... Ah, jetzt habe ich den Voges Watch, wo man da überhaupt nichts sehen kann. Seht ihr das? So ein kühler Pinkton mit silbernem Schimmer. Wow, toll für den Frühling. Ja, ganz, ganz, ganz toll. Ach, ihr Lieben, ich bin so verliebt in die neuen Produkte. Jetzt schon. Ich habe noch nicht alle ausprobieren können. Kann sich ja, und jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Die Garden of Eden Palette. 474 wollte ich so lange haben. Habe ich immer wieder drumherum. Nein, nimmst du nicht mit? Nein. Jetzt habe ich sie endlich. Weil ich ja Grüntöne so liebe. Und da musste es die einfach... Ach, Palen. Musste es einfach auch noch sein. Schön wieder. Wunder, wunder, wunderschön. Ja, das ist... mit einer der schönsten Paletten, außer die Aqua de Mar, die jetzt rauskommt von Sleek, die brauche ich auch noch, wo auch wieder so Grüntöne mit dabei sind. Wunder, wunder, wunderschön. Ich swatch euch mal ein bisschen was. Ist auch wieder so ein Ding drauf mit ja, diesen dunklen Grünton. Oh mein Gott, ist das pigmentiert. Oder diesen Ton hier. Leute. Klar, die krümeln wieder so ein bisschen und sind hier und da vielleicht, oh, und dann dieser Goldton. Auch die Farbzusammenstellung passt bei dieser Palette sowas von optimal. Ich zeige euch das nur mal so. Da, so, dass ihr da mal so einen Verlauf seht. Wunderbar. Die werden natürlich wieder ein bisschen, das sind ja neu gepresst, werden ein bisschen krümeln. Das nehme ich für den Preis von diesen Paletten für 9 Euro, aber sehr, sehr gerne in Kauf. Dafür ist es eine Top-Qualität und die machen wirklich einen schönen Auftrag, die machen ihren Job und ich liebe diese Farben. Es sind auch, was ich immer sehr schön finde, matte Töne wie hier mit dabei, glitzernde Töne, schimmernde Töne. Ja, also alles farbpalettentechnisch drunter, gedeckte Farben, dunkle Farben, helle Farben, was man so braucht. So, jetzt brauche ich wieder den Deckel hier. Ich finde das auch mit den Namen immer so schön. Ja, die muss es dann auch sein. So, und jetzt vollgeswatcht bis nach Meppen. Beende ich jetzt dieses Video endlich. Ich bin fertig. Ich habe euch alles gezeigt, was ich neu habe.
Und ich hoffe, es hat euch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, ihr Lieben. Und ja, sagt mir mal von den Produkten, welche ihr euch auch gekauft hättet, was ihr so in letzter Zeit geshoppt habt, was ihr neu habt, würde mich auch interessieren. Ich suche immer nach Einkaufstipps. Und welche Produkte ihr vielleicht euch einen Look mit wünschen würdet, weil ich habe euch ja heute einen Chanel-Look schon abgedreht. Würde mich auch interessieren. Feedback, Däumchen nach oben, abonnieren ist kostenlos. Ja, würde ich mich sehr drüber freuen, vor allen Dingen über Feedback. Und ja, ich freue mich, dass ich wieder da bin und Videos für euch drehen kann. Und ich hoffe, wir sehen uns alle ganz, ganz bald wieder und habt einen schönen 1. Mai. Ciao, ciao.